they bury me. I'm not okay, it's not alright. Won't you drag the lake and bring me home again? Moin Leute und herzlich willkommen zu One Finger Death Punch. Nicht zu verwechseln mit Five Finger Death Punch, das ist nämlich eine Metal Band. Ich glaube, ich muss zu diesem Spiel eigentlich gar nichts mehr sagen. Das sollte, denke ich mal, bekannt sein. Gibt ja schon Millionen von Videos zu dem Spiel. Deswegen, sage ich einfach das, was alle anderen auch sagen. Das Spiel ist übergeil und ja, ich habe halt schon ein bisschen gezockt. Nicht wirklich viel, ne, aber halt so ein bisschen und die Karte ist ein bisschen groß. Ja, legen wir los. Ich würde mal sagen, ich versuche einfach das zu erzählen, was ich kann. Und ansonsten Fresse kaputt hauen! Oh, warum muss das so jetzt so eine schwere Karte sein? Oh, oh, ba! Oh! Seit wann bin ich so gut? Oh fuck! What the fuck, Alter? Was? Oh, was? Ja geil, ich nehme auf und rasiere erst. Mal, was war das denn? Okay. Hat das jemand gerade auch gesehen oder bin ich der Einzige, der nicht darauf klarkommt? Ich glaube. Oh Gott, warte. Ich habe gerade einen Adrenalinschub in meinem Kopf. Ich muss mal ganz kurz dampfen. Ich glaube, ich sollte lieber erstmal erzählen, wie mir das Spiel gefällt, bevor ich anfange zu spielen. Five Finger Death Punch für die Leute, die es nicht wissen. Man spielt es nur mit der Maus, linken und rechte Taste drücken und das war's eigentlich. Und es macht. Mir macht es schon von Zusehen Spaß, aber wenn man das wirklich spielt, merkt man, wie krass das Spiel eigentlich ist. Und es hat einen ziemlichen Suchtfaktor und ganz ehrlich, so ein Adrenalinschub wie jetzt gerade hatte ich doch nie. Das war wirklich extrem. Extrem aktiv. Puh. Okay, versuchen wir nochmal. Ja, ja, ich weiß, bevor die Time abrannt, einfach alles wegmetzeln. Versuche ich es einfach nochmal. Fuck. Ich muss sagen, ich habe das gestern gespielt, irgendwie um 3 Uhr nachts. Da war meine Reaktion wohl nicht mehr ganz so gut, dass ich das jetzt irgendwie besser schaffe. Fuck. Start nicht mitgekriegt. Alter, das ist so krass, das Spiel! Fuck! Alter, das ist so krass, das Spiel! Du drückst echt nur zwei Tasten, aber das ist einfach so intensiv. Du denkst einfach, dass du der absolute Oberpixer bist. Das ist so geil. Ja, ich will mal hier hin. Was ist das? Das will ich freischalten. Mob Round. Das Problem ist halt nur, umso besser du bist, umso schneller werden die Gegner. Ha, zack! Was? Miss? Warum Miss? Ah, eine Waffe gefunden. Perfekt. Zack, zack, zack. Da, 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 da. Von mir, ihr kleinen Spacken hier. Fuck, du Wichser! Habe ich leider gerade zu oft kassiert.
So. Alter Finne, wie gesagt, ich wollte eigentlich zum Spiel erzählen, zwei Buttons sollte bekannt sein, aber es ist einfach so krass, ey. Nunchuck-Round. Die Musik, Alter, das ist einfach nur krank. Das ist wieder dieses typische, super simple Spielprinzip, aber maximaler Spaßfaktor. Das Spiel kostet 5 Euro und das hat eine ganze Menge mehr Spaßfaktor als so mancher AAA-Titel, für den du halt 70 Euro bezahlst. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das in irgendeinem Video schon mal erwähnt, Just Cause 3 habe ich gerade mal eine Stunde gespielt und da hatte ich irgendwie auch irgendwie keinen Bock mehr drauf. Let in the middle here with it. Ich mag das, wenn er das sagt. So, und hier ist irgendwas zum Freischalten. Ist mir scheißegal, was es ist. Hauptsache irgendwas freischalten. Was? Thunderstorm? Es regnet? Wie krass ist das denn? Wow! Sieht einer was? Ich sehe nix! Hops! Wow, was war das denn? Ich weiß nicht, das war extrem cool! Fuck, du Wichser! Du Wichser! Alter, ich kriege hier einmal, glaube ich, zu oft auf die Fresse. Your enemy is strong. Take your time. Fuck! Ich glaube, ich hab's voll verkackt, oder? Ja, ich hab's verkackt. Alter Finne! Okay, Konzentration. Da haben wir... Hier waren das so viele von diesen, Leuten, die sich so hin und her teleportieren. Das Spiel ist einfach so krass, ey. Das ist einfach die pure Adrenalin-Geladenheit. Fuck, Mist. Nein! Ah! Ich bin immer einmal zu früh drauf! Warte, Junge! Fuck! Ah! Boah, du Wichser! Alter, du musst echt so dich konzentrieren. Fuck, einmal zu oft. Oh, alter Finne. Okay, meine erste Bronzemedaille. Was? Unarmed Master Lock. Alles klar, pass auf. Okay, meine Attack Range wird höher. Ja, man kann 3 Skills auswählen, die sind teilweise echt kranke Sachen bei. Diese Arrows und so weiter ist halt so, du kannst ja von den Gegnern Messer oder Pfeile aufnehmen, die kannst du dann einmal verschießen. Bei diesen beiden Skills habe ich dann von jedem immer 3. Und das ist dann halt schon ziemlich krass und kann für mega krasse Momente sorgen. So. Jetzt bin ich hier aber durch. Warum kann ich eigentlich mein Dings nicht bewegen? Ach so, machen die das. So, ach, hier übrigens die Karte, ne? Also, das ist einfach Wahnsinn, was du hier spielen kannst. Hier irgendwie das lang, das geht hier oben lang, hier. Also, du hast so viel zum Zocken. Und dann ist da noch so ein Survival-Modus. Den könnte ich mal in einem anderen Video zeigen.
falls ihr da Bock drauf habt. Und weil es hier was zum Freischalten gibt, werde ich jetzt noch einmal hier lang gehen. Mein Brand! See the enemy button combo. Top, if you see three blue bars, you left click three times. Ja, ja. If you see three red bars, you right click three times. These bars will show you exactly what you need to press in order to defeat multi-hit enemies. So, ihr kleinen Wichser hier, komm her. Fuck! Ich sollte nicht auf die Waffe geiern. Fuck! Nein, du Wichser, du Wichser, Mann! Du Batz, Alter! Ins Gesicht! Aber Gold Medal! Da ist natürlich immer noch sehr, sehr smoothie. Was ist denn, haben wir hier? Defender Round. Alles klar, Meister. Oh, ein Schwert. Ha! 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 Was wollt ihr von mir? Victory. Motherfucker! Leider aber ein Miss, ey. Das hätte man anders lösen können, aber scheiß drauf. Und hier ist die Abfall-Round, oder was? Also eine Multi-Round. Ups, der fahr natürlich jetzt. Achso. Wasser. Oh! Mortal Kombat, lässt grüßen, Alter. Passer, Junge, passer! Ich brauch schneller. Fuck, Alter, dass ich immer noch eine Bombe in der Hand haben muss. Doch, schneller, ich muss schneller hier. Zack. Pew. Ja gut, da habe ich Zopf auf die Fresse gekriegt. Da habe ich jetzt gerade versucht, mich zu konzentrieren, diese Bombe zu kriegen. Naja, normal. So, schneller. Round two. Tutu. Oh, Herz. Aber die Gegner Reihenfolge bleibt aber auch gleich. Also eigentlich daran kann man sich schon orientieren. Aber es ist so eine Runde, die könnte man auswendig lernen. Schneller. Oh, was ist hier los, Alter? Fuck. So, einmal noch. Last round. Destroy him. Victory. Yo. Ja, fuck, einmal nicht getroffen. Na gut. Das war doch. Haben wir eigentlich noch Zeit? Ja, komm, jetzt schalten wir noch mal frei. Komm, scheiß drauf. 115 Gegner. Mmh, das schaffen wir noch. Ich will nicht aufhören. Patz. Klackbombe. So, Konzentration jetzt. Zack. Das ist so geil, das Spiel. Kann nur jedem empfehlen, wer es noch nicht hat. Einfach mal. Einfach runterladen. Scheiß einfach drauf. 5 Euro. Die hat man übrig. Man kommt echt nachher in so einen Flow rein, wenn du wirklich oft nicht daneben getroffen hast. Die Musik doch immer epischer.
Fuck! War gut, Metal awarded! Unlocked. Light him up! Light up all enemies for 10 seconds. Okay. Heißt, light up all enemies for... Oh, machen wir einfach mal rein, oder? Machen wir mal rein. Na, noch eine Runde! Was light up heißt? Einmal hier gucken, was light up ist. Ach, scheiß drauf! Überlänge-Video! Yellow enemies. Look at the red and oh, fuck die Scheiße. You defeat this yellow enemy. You must press blue, blue, red. Yellow enemies. Blue, red, red, blue. Right side. Or blue, blue, red. The left side. Sehr gut. Memorize their patterns. The colored pass method of the hit enemies. Show you exactly what to press. So geil, das ist so geil. Gold Medal. Hab keine Ahnung, was es jetzt gebracht hat, aber es war auf jeden Fall super genial. So, ich glaube, ich muss mal langsam aufhören, sonst kriege ich hier noch einen Anfall. Ich bedanke mich an der Stelle mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war unterhaltsam. Ladet euch das Spiel auf jeden Fall runter. Es bockt einfach und für 5 Euro macht ihr da echt nichts falsch. Ja. Ich zocke es auf jeden Fall weiter. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, mache ich nochmal ein Survival-Video, ja, dem mir das bei euch angekommen ist. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!